Bastelzeit und heute, da geht's mal wieder so ein bisschen um Akkus. Ja, ich mache ja relativ viel mit hier sowas, Lithium-Akkus. Üblicherweise sowas hier, 18650 Nickel-Kobalt-Zellen oder ähnliches. Und naja, wenn ich die laden möchte, dann nutze ich üblicherweise den hier. Den hatte ich damals mal gezeigt. Das ist der Li 500. Das ist so ein generischer Batterieladedings. Und ja, der kann halt unter anderem DC 4,2 Volt mit bis zu 1 Ampere und kann damit dann auch Lithium 3,7 Volt Lithium-Batterien laden. Das ist perfekt für hier die. Aber ich habe mit dem Ding so zwei kleine Probleme. Oder eigentlich drei, aber zwei, die ich zumindest hoffentlich heute lösen kann. Nummer eins, naja, er kann nur 4 Batterien laden. Nummer zwei, das Ding kann nur 4,2 Volt. Das heißt, wenn ich andere Zellen habe, wie zum Beispiel hier die 14400er, die passt zwar hier rein, das ist überhaupt kein Problem. Und er erkennt das Ding auch, also versucht so und versucht hier USB zu machen. Aber, naja, das hier ist kein Lithium-Kobalt-Gedönse, sondern das hier, das ist eine, steht es überhaupt drauf? Nee, steht nicht drauf, aber das ist eine LiFePO4, also eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Und wir sehen hier schon 3,2 Volt, nicht 3,7 Volt. Und die kann ich hier mit dem Ding nicht laden. Dafür habe ich mir zwar mal so selber einen Ladeadapter gebastelt. Lasst mal ziehen. Sowas hier. Das funktioniert auch einwandfrei, aber das ist halt für eine Zelle und eher so ein Testaufbau. Also auch nicht so gut geeignet, um mal mehrere zu laden. Und ja, der dritte Punkt, den ich wahrscheinlich nicht jetzt erstmal fixen kann, das Ding hier, das kann nur laden, entladen und testen. Ich hätte gerne auch sowas wie, ja, lade mal ein bisschen, so bis 80% oder bis 50%, das ist sogenannter Storage Charge. Wie viel es in der Praxis bringt, steht an anderer Stelle, aber es ist halt etwas, was ich gerne mache. Gerade wenn Akkus länger liegen, ab und zu mal reintun und ja, nicht ganz voll laden, sondern einfach nur so ein bisschen. Ich sag ja schon, ich möchte ein paar von den Problemen lösen. Ja, es war da mal wieder hier Singles Day, ihr kennt das ja, Ausverkauf in China. Und naja, das hier ist ein bisschen größer. Selbe Firma, auch von diesem Litokala, das ist aber der LII-S8, nicht der 500er. Und naja, hier steht schon eine Menge drauf. 8 Kanäle, das heißt, also, wir können 8 Batterien statt 4 laden, bis zu 2 Ampere. Nicht nur 1 Ampere. Wir können auch 9 Volt Batterien laden, wobei das für mich eher uninteressant ist. Und wenn wir unten gucken, Hot Features, naja, ich hoffe nicht, dass das Ding hot wird. Das wäre ungünstig für ein Ladegerät. Multi-Channel of 8 und One Charger for all rechargeable batteries. Da muss ich direkt sagen, das ist natürlich Unfug. Das Ding hier ist nicht für alle Batterien. Es kippt immer irgendwo eine Zelle, die ja nicht kann. Gerade sowas wie Bleibatterien, Bleizellen gibt es oder gab es früher. Die wird das Ding eher nicht können. Gucken wir mal weiter, was wir noch auf der Seite haben. Upp, hier steht was von Output. Kann man das lesen? Müsste, halbwegs. Und zwar kann der 4,2 Volt auf den Slots 1, 3, 6 und 8. Achso, die 2 Ampere, wenn man 2 Ampere nutzen möchte. Okay. Er kann 4,35 Volt und er kann 3,65 Volt. Das heißt also, mit dem hier habe ich mit meinem LiFePO4 auf jeden Fall mal keine Probleme. Außerdem 1,48 Volt und DC 9 Volt. 1,48 Volt, das ist für so ein Nickel-Metallhydrid oder Nickel-Cadmium eventuell auch noch. Vielleicht steht auch irgendwo noch, was er laden kann. Charge Time mit Display, Standby Current unter 15 mA. Ja, wenn das mal nicht ein bisschen viel ist, naja, könnte weniger sein. Und der Rest ist Unfug. Was haben wir noch an der Seite? Gucken wir mal die andere. Da steht nicht viel außer Made in China. Und Rückseite ist wie Vorderseite. Dann haben wir noch die ganz Außenseiten. Da haben wir einmal hier. Was haben wir denn da Schönes stehen? Top Safety with Multiple Protections. 0 Volt Activation in Soft Start Function. Das ist natürlich auch ganz gut. Wenn eine Batterie komplett leer ist, ja, ich weiß, dann soll man die nicht nutzen. Gerade bei Lithiumzellen, wenn die wirklich auf 0 Volt waren, im Sinne von komplett leer, das ist dann sehr ungünstig, weil dann kann es auch passieren, gerade wenn die in Akkupacks drin sind, dass die sich rückwärts laden und das beschädigt die Zelle intern. Sieht man nicht direkt, aber wenn man versucht, die zu laden, dann
werden die sehr schnell sehr warm und naja, das möchte man nicht haben. Aber wenn die dann irgendwie so auf 2 Volt oder so runter sind, sind sie meistens noch zu retten. Und manche Ladegeräte können das halt nicht laden, weil die dann erkennen, 2 Volt, das kann ich nicht zuordnen, ist das eventuell doch Lithium-Eisenphosphat, wählen die falsche Spannung und solche Späße. Naja, gut. Angeblich kann der hier das mindestens. Identify Lie Iron und Lie MH Battery Automatically. Von Nickel, Eisen, von den LiFePO4 steht da nichts. Okay. Multiple Channels, One LCD Display. For all rechargeable batteries, wie gesagt, Unfug. Und hier nochmal, was er alles laden kann. Hier steht sogar dabei, Lithium-Ionen, IMR, LiFePO4, Nickel-Metall-Hydrid und Nickel-Cadmium. Also, das sind die Teile, die er laden kann. Das heißt zum Beispiel die Bleizellen, die ich eben angesprochen habe, die gehen dann natürlich nicht. Und auf der anderen Seite, da haben wir dann noch unsere Sachen, die dabei sind. Leider muss ich sagen, ich hätte es gerne in einem kleineren Paket gehabt, aber das hier habe ich halt bekommen. Und zwar ist das mit AC-Adapter, mit K-Adapter, mit was auch immer das für ein Adapter ist und Charger. Okay, gut, machen wir die Kiste mal auf, denn dafür sind wir ja hier. Ich will hier Batterien laden. Und andersrum, so rum. Das ist vorne. Gucken wir mal, was wir bekommen. Und Trommelwirbel, tada. Eine Anleitung, wunderschön, ein Ladegerät, ein Netzteil und ein Auto-Gedönses. Was die anderen Adapter sind, keine Ahnung. Mehr ist auf jeden Fall nicht drin, was auch immer da dieses Handy-Adapter sein soll, was hier drauf gedruckt ist. Na gut. So, Ladegerät, komme raus. So, zack, zack, okay. Keine Schutzfolie, ah doch. Da ist noch eine drüber, nur nichts zum Abziehen dabei. Wir haben hier unsere 8 Fächer. Wir sehen auch schon, die sind ein bisschen dichter zusammen, oder? Nee, sind ungefähr gleich dicht, oder? Nee, sind sogar weiter auseinander. Okay, ich bin gerade am gucken, weil ich habe auch noch die größeren hiervon, die 26650 ist es, glaube ich. Die haben dann größeren Durchmesser. Das kann gegebenenfalls schon mal eng werden. Was bei hier dem auf jeden Fall schon mal mir sehr gut gefällt, wenn wir mal hier drauf gucken, seht ihr den Unterschied? Hier bei dem muss der Pluspol nach unten. Hier bei dem kommt der Pluspol nach oben. Das ist irgendwie sehr viel einfacher zu merken. Ich habe es noch nicht geschafft, hier eine rückwärts reinzusetzen, aber ich will es auch ehrlich gesagt nicht ausprobieren und bin jedes Mal noch am Zögern. Gut, ja, ansonsten, was haben wir? 8 Fächer, paar Buttons, Standard-Push-Buttons, fühlt sich jetzt nicht so hochwertig an, aber hey, solange es lädt. Die 9-Volt-Dinger, der übliche Garantieaufkleber an der Seite, der Eingang, 12 Volt, 4 Ampere kann ich da erkennen. Unterseite nix und Rückseite. Gucken wir mal die Spezifikationen. 4,2 Volt für Lithium-Ionen, 4,35 für IMR, 3,65 für LiFePO4, 1,48 für Nickel-Metallhydrid und Nickel-Cadmium und 9 Volt für Nickel-Metallhydrid. 9 Volt Blöcke, okay. Was haben wir hier? Bis zu 2 Ampere für maximal 4 Slots oder dann 1 Ampere für 8 Slots. Und hier unten nochmal, welche Größen. Okay, was der hier nicht hat, im Übrigen, ist ein USB-Anschluss. Wenn wir mal den alten uns angucken, also was heißt alt, das andere Modell, das hat hier oben einen USB-Ausgang, kann man so quasi so als Makeshift-Powerbank benutzen. Das hat der hier nicht. Gut, was haben wir denn ansonsten hier? Warning, max 12 Volt Input applies only to Lithocala-Charger. Das ist ungünstig. Ich meine, gut, dass das draufschreiben, aber so ein Zigarettenanzünder, den steckt man üblicherweise ins Fahrzeug. Und es gibt halt Fahrzeuge, die mit 12 Volt arbeiten. Das sind die meisten Autos. Aber bei LKW oder Bussen findet man teilweise auch 24 Volt auf denen. Und naja, das Ding hier suggeriert schon so ein bisschen, 24 Volt sollte man hier nicht reinstecken. Das gibt ja, Probleme. Ansonsten ist eine Sicherung drin. Gucken wir mal. Wenn man es drehen könnte. Ich krieg's nicht gedreht.
Moment, haben wir ja eine Zange. Nee, auch mit Zange kriege ich es nicht auf. Also ich hoffe für die, dass eine Sicherung drin ist. Ansonsten hier ist eine Schraube, dann holen wir es gleich so rum auseinander. Ich gehe nicht davon aus, dass große Elektronik drin ist. Der wird einfach dann hier auf den Stecker draufgehen und ja, passt schon. Mit dem Paket ist dann auch noch das hier. Offensichtlich eine Wandwarze. Also so ein Netzteil, was direkt in die Steckdose geht und so einen riesen Block da hinten dran hat. Die sind nicht unbedingt mein Fall. Ich habe es lieber irgendwie separat, dass man ein Kabel dran hat. Denn na, hier das Ding, das ist gerade bei Mehrfachsteckern oder so natürlich das Problem, dass man direkt mehrere Stecker belegt. Das ist meistens eher ungünstig. Und hinzu kommt natürlich, ich habe die dumpfe Befürchtung, dass hier ist feinste China-Qualität. Also ob ich das unbeaufsichtigt benutzen möchte, steht an anderer Stelle. Wobei ich sagen muss, vom Gewicht her könnte es tatsächlich die 4 Ampere schaffen. Also es ist, ich habe schon Schlimmeres in der Hand gehabt, zumindest mal vom ersten Eindruck. Angeblich CE, angeblich FCC, aber sonst keinerlei Logos groß drauf. Center Positive, immer sehr hilfreich und ja, überraschenderweise 12 Volt und 4 Ampere. Gut, was tun wir als nächstes? Ich glaube, ich stecke mal das Ding hier ganz schnell an ein Testgerät und gucke, ob es komplett tödlich ist oder ob man es zumindest benutzen kann, um mal hier die ersten Tests zu machen. Und dann gucken wir weiter. Okay, sieht jetzt auf den ersten Blick mal gut aus. Die Isolation zum Ausgang ist zumindest mal auf der Außenseite da. Das ist das, was mich interessiert hat. Der leuchtet immer noch fleißig weiter. Okay, Strom ist schon lange aus. Dann verfrachten wir das doch tatsächlich mal in den realen Einsatz hier. Also, Steckerleiste hier hin. Gerät hier hin und dann klemmen wir den ganzen Kram mal an. Die Anleitung gucken wir selbstverständlich nicht an, weil, hey, das muss intuitiv bedienbar sein, höre ich jedes Mal. So, passt das? Passt. Und dann Strom an. Okay, er startet und null. Okay, ja, ist ja noch nichts drin. Macht bisher noch irgendwie das, was ich vermute. Wenn ich jetzt den ersten einlege, tust du was? Channel 1, Error. Das heißt ja Error. Okay, gut, das war vielleicht eine schlechte Zelle. Das kann sein, dass ich die irgendwo hergezogen habe. Wo sind denn die anderen Zellen, die ich eben in der Hand hatte? Nehmen wir mal die hier. Die hatte auf jeden Fall noch was. Okay, Channel 1, 4,16 Volt, 118 Milliohm, 88%. Und er hat erkannt Lithium-Ionen 3,7. Und ich glaube, ich habe hier gerade was gesehen, dass er mit einem halben Ampere lädt. Okay. Der lädt jetzt also fleißig, ist auf Rot gesprungen. Das sieht soweit erstmal ganz gut aus. Hier springt er die ganze Zeit hin und her zwischen Milliohm und Ampere. Okay. Wo ist denn die Li-Fe-Po-4-Zelle? Du bist keine Li-Fe-Po-4, sondern noch eine Lithiumzelle. Dann kann er direkt den nächsten hier laden. Channel 2. Was kann man jetzt hier einstellen? Current. Achso, der kann nur bis 70. Hä? Okay, interessant. Damit können wir die Kanäle durchgehen. Ich verstehe immer noch nicht, wieso ich den Current nicht hochsetzen kann. Ah, gedrückt halten. Okay. Gedrückt halten ist es also. Jetzt ist es auf 1 Ampere. Ich lese mir es gleich durch, ist ja gut. Aber wir sehen jetzt lädt die hier mit 1 Ampere. Oh, die ist inzwischen auf grün gegangen. Ja, das kann sein, dass die schon voll waren. Ja, 100%. Okay, wir sehen auch, das Display geht anscheinend an der Zeit aus und hier sind die anderen unter der Anleitung versteckt. Holen wir mal eine Buttontop. Auch Lithium rein und was erkennt er? Okay, 86 Milliohm fängt er jetzt auch. Nee, der macht 70 Milliampere. Okay.
Und Lifepo 4, was sagst du, wenn ich dich einlege? Tödlich. Nochmal neu. Channel 4, achten wir jetzt hier wieder drauf. Channel 4 und er geht auf Lithium-Ionen. Das geht so gar nicht. Lifepo 4, ups, das war einmal zu viel. So, das ist jetzt besser. Also, der wählt das Falsche aus und das wäre Aua, wenn er auf 3,7 Volt laden würde. 4%, das kann sein, die habe ich eben komplett leer gefahren. Und jetzt lädt das hier alles fleißig, alles mit unterschiedlichen Spannungen und so. Dies hier ist der Lifepo 4 mit 2,8 und einem halben. Die Dreier lädt normalerweise mit einem Ampere. Ist jetzt noch bei 700 mA, stimmt. Die hat mehr umgestellt, nicht umgestellt. Bei 4,19 Volt, 4,18 Volt und der dürfte mit einem Ampere laden. Wobei bei der Spannung der Strom eigentlich runtergehen müsste. Also ich gehe davon aus, die Ampere ist eher die Einstellung und nicht das, womit er jetzt wirklich lädt. Gut, wenden wir uns mal der Anleitung zu, die hier so wunderschön in Chinesisch und glücklicherweise auf der anderen Seite auch in Englisch und Russisch wahrscheinlich das Ganze hier erklärt. Und mal gucken, ob ich da irgendwie noch was finde. Also was ich schon mal sehe, direkt beim Aufklappen, sind Rechtschreibfehler drin. Also man wird hier dem Ruf gerecht, dass chinesische Anleitungen meistens nur so mäßig gut funktionieren. Jedenfalls kenne ich keine Lifepo4-Batterie. So, und hier steht es dann auch, um den Strom zu ändern, muss man nach dem Einlegen den Current-Button, also den oberen hier, lange drücken, bis das Ganze blinkt. Und dann durch kurzes Drücken kann man einstellen, was man haben möchte. 2 Ampere gibt es nur für die Slots 1, 3, 6 und 8. Also 1, 3, 6 und 8 immer. Moment, 1, 3, 6 und 8. Okay. 7 wäre halt in der Reihe gewesen, aber gut. Sind halt so, dass dazwischen immer was Platz ist. Passt schon. Außerdem gibt es eine Gruppierung, das heißt also, wir können nicht hier mit 2 Ampere laden, hier mit 1 Ampere, sondern das wäre dann 1 und 1. Wenn wir den mit 2 Ampere laden wollen, dann müssen wir den hier freilassen. Also immer den 1 nebendran. Okay, das ist auch soweit klar. Die hier, die gehen auf 85 mA. Jo, auch nochmal die Info, dass man für Lifepo 4 und IMR-Batterien manuell umstellen muss. Die Daten für 9 Volt werden nicht auf dem Display angezeigt. Und der Punkt ist interessant. Mit keiner Spannung oder mit der 0 Voltage Activation Function und einer Batterie zwischen 1,65 und 2,2 Volt cannot be charged, but there will be trickle current activation charging. Für mich klingt das so ein bisschen, als ob das Ding ein Problem hat mit Leckströmen und die das als Feature verkaufen wollen. Das werden wir gleich auf jeden Fall mal gucken, ob eventuell, obwohl der hier voll ist, trotzdem noch weiter Strom in die Batterie fließt. Wenn das so wäre, das wäre unschön, weil das heißt, wenn man die im Batterie, im Ladegerät hier drin lässt, dann würden die mit der Zeit überladen. Das gibt es leider bei einigen. Hat natürlich den Vorteil, wenn wir leer haben, dass sie langsam dann sich annähern. Aber müssen wir auf jeden Fall mal im Auge behalten. So, die Lifepo 4 lädt noch, die anderen sind voll. Okay, gehen wir mal weiter hier. Was wir eben gesehen haben mit den unterschiedlichen Strömen, der wählt den Charging Current, wenn man nichts einstellt, automatisch aus, je nachdem, was er für einen internen Widerstand misst. Das heißt also, eine schlechtere Zelle bekommt automatisch einen geringeren Ladestrom als eine bessere Zelle. Daher hat man da die Unterschiede. Okay. Und sonst ist hier auch nichts beschrieben. Das heißt aber auch, das Ding hier hat ein paar Funktionen weniger, als ich gedacht hätte. Denn es kann wirklich nur laden. Der hier, der 500er, der kann neben dem Laden auch noch einen Batterietest machen. Das heißt also gucken, was das Ding für eine Kapazität hat. Die Möglichkeit haben wir hier offensichtlich nicht. Ist jetzt nichts, was mich beim täglichen Gebrauch stören würde, aber muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass hier also zwar ein Gerät, was größer ist und mehr Batterien kann, aber halt nicht so universell einsetzbar ist. So, jetzt interessiert mich trotzdem nochmal, was sagst du hierzu? Sagst du wieder Error? Ja, du sagst wieder Error. Okay, interessant. Wieso sagst du Error? Was hat die Zelle denn
Oder was hat sie nicht, was du gerne haben willst? Ich habe da zwar schon so eine Idee, weil ich schätze, die ist einfach komplett leer. Die stammt nämlich aus einem Akkupack, was ich noch nicht getestet hatte. Aber gucken wir lieber nochmal. Was hat die Zelle? Die hat... So, ich halte dran und ja, 315 Millivolt. Okay, gut, dass du das nicht erkennen kannst, das kann ich nachvollziehen. Blöde Frage, kommt denn jetzt hier irgendwas an Strom raus? Ja, hier kommen 5 Volt raus. What? 5 Volt? Klingt falsch. Ich hoffe, das ist sehr hochohmig. Dann gucken wir doch einfach mal, was er denn sagt, wenn wir den Kurzschluss verpassen. So, DC 0. Ja, ein paar Milliampere kriege ich leider nicht weg hier. Und da fließen tatsächlich 13 Milliampere. Also wir haben im Leerlauf knapp 5 Volt und wenn wir kurz schließen, das bricht ein. Okay. Also es sollte jetzt zumindest mal kein direktes Problem sein. Na gut, ich lasse den mal hier fertig laden. Die Zelle, die hat ja noch ein bisschen vor sich. Hol mal gerade die anderen aus dem Akkupack und dann können die auch schon mal laden. Das ist irgendwie eine dünne Ausbeute. Alle 4 Zellen aus dem Akkupack sind mit Unterspannung hier. Was ein bisschen interessant ist, ist, dass die 5 jetzt auch, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt, doch ich glaube, man kann es erkennen, die ist rot, aber sie wird dunkler, wenn der Rest rot blinkt. Also da ist anscheinend irgendwie so, uppala, alles an einem gespielt worden. Naja, so oder so, sie lädt. Lassen wir das mal hier laufen. Wo ist mein Kanal, der noch lädt? Da, 5. Yay, auch fast voll. Und erstmal zum Vergleich gerade hier den anderen, den 500er. Der, meine ich, kam damit besser klar, wenn wir hier so Zellen haben, die eine zu geringe Spannung haben. Machen wir die mal rein und 0,7 Volt und, gesehen, sie steigt jetzt hier auf 1 Volt. Den Current mal runterdrehen hier. Nicht, dass wir zu schnell laden. 1,1 Volt. Und wir sehen, Spannung steigt. Also der kann hier diese... Ich wollte gerade schon das Ding loben. Der kann die tatsächlich recovern, aber er hat bei 2,16 Volt abgebrochen, weil er dachte, das wäre eine Nickel-Metall-Hydrid-Zelle. Okay. Überredet. Also auch der kommt hier mit den Zellen durcheinander. Das heißt also, auch da hat man keinen Vorteil. Den Vorteil, den man natürlich hat, ist, mal hier eine Zelle holen, dass wir, wie gesagt, mehr Funktionen haben. Das heißt, wenn wir die hier reintun, 4,16 Volt, können hier wählen 300, 500, 700, 1000, keine 2000. Aber was wir auch machen können, ist neben Charge auch einen Fast-Test, Normal-Test. Und so dann auch die Zelle testen, die Kapazität rausfinden. Das heißt also einmal entladen oder laden und entladen. Und das macht das Ganze dann ein bisschen universeller, wie gesagt. Aber kein Leaf-Hilf hier, das war für mich so das Thema. So, gucken wir gerade noch, was der hier mit der Zelle veranstaltet. Wenn die leer ist, was er denn da draus macht. Wir haben aktuell... 5 Volt, haben wir ja gesehen, oder 4, irgendwas. Ne, wo ist es? Da, 4,774. Okay, und wenn wir jetzt die kaputte Zelle da dran machen. Oh. Okay, er lädt sie. Achso, er hat sie als Nickel-Metall-Gedönse da erkannt. Nein, wir wollen... Ach, ich kann sie auch nicht umschalten. Dann holen wir mal eine etwas genauere Spitze. Ich würde nämlich schon gerne mal gegenmessen, ob diese 1,59 Volt, die er meint, da auch stimmen. So. Und was macht der hier da draus? 1,605. Ja. Bisschen daneben, aber ich denke, das ist noch halbwegs akzeptabel. Eventuell ist es in höheren Bereichen ja besser. Dann gucken wir mal gerade hier. Channel 1, 4,19 Volt meint er. Und was messen wir? Volt habe ich jetzt hier.
Auch bei der nächsten 4,17 Volt, da hat er 4,18 Volt, 4,19 wird 4,184, also das ist alles close enough. Was sagt er hier bei der? 3,45 hat er gerade. 3,413. Ginge genauer, aber hey. Es ist alles noch innerhalb der Toleranzen, die wir so haben. Gut, holen wir gerade mal eine hier von denen. Ich fürchte, mit denen haben die nicht funktioniert haben. Mal gucken, ob wir damit mehr Glück haben. Channel Error, okay. Und was sagt jetzt hier die Spannung? Und die Spannung steigt. Das ist das, was ich nämlich vermutet habe. Wir gucken, wir sind jetzt bei 1,7 Volt und sinkend. Hä? Ach, der ist auch auf Nickel-Gedönse gesprungen. Okay, nächste. Ich weiß jetzt nicht, ob es durch mein Messen war. Der ist wieder auf Error. Okay, so sollte das eigentlich sein. Und die Spannung ist 3,1, 3,2, 320 Millivolt, 340, 350. Also irgendwas pumpt da Strom rein. Wenn auch langsam. Und ich habe das jetzt mal so weit vorbereitet, dass wir jetzt messen können, wie der Strom auch aussieht. Wir haben hier eine Zelle, die hat noch die Fahne dran. Von da aus geht es zum Multimeter und dann hier gleich wieder zurück. Den habe ich jetzt noch nicht angeschlossen, sodass wir erstmal die Spannung gucken können. Minus natürlich auch hier unten. Mit einem Magneten zwischengemacht und da ist mein Kabel dran. Zelle selber, rather leer. 2,99 Volt hier, zeigt das Multimeter. Und aktuell 0,0008 Milliampere, also gar nichts. Das klingt richtig, weil mir noch nichts angeschlossen. Also gehen wir mal hin, machen dran, gucken, was passiert. So, jetzt müsst ihr hier erkennen, jo, 3 Volt. Das kommt etwa hin, 3,09, 3,07 springt hin und her. Doch einen Innenwiderstand erkannten, möchte dann jetzt hier auf 3,7 laden. Das klingt richtig. Okay, 3,5. Wenn wir drüben gucken, ist es ein bisschen niedriger, aber der ist auch hinter dem Schand vom Messgerät, also das kann durchaus sein. Und der Strom, den wir hier sehen, sind 450 mA im ungefähr. 500 hätten es sein sollen. Lieber zu tief als zu hoch. Und kurze Prüfung, wir sehen hier, die Lampe ist grün, Ladevorgang ist beendet. Und die Spannung 4,1786 und wir sehen, sie fällt. Das heißt also, es wird nicht weiter Strom reingepumpt. Es ist also eine richtige Abschaltung. Das ist schon mal gut. Maximum, was ich gesehen habe, war 4,2 irgendwas. Auch innerhalb der Toleranz nichts groß überladen. Also, ja, das, was auf dem Display steht und die ganzen Werte, die passen soweit. Ja, also wie wir sehen können, das Ding lädt hier fleißig vor sich hin. Dieses ganze Laden scheint ganz gut zu funktionieren, aber halt auch nur das. Und ich denke, das ist auch ja, so ungefähr das Fazit für hier das Ding. Es ist gut, wenn man Dinge laden möchte. Muss ein bisschen aufpassen, wenn man ungewöhnliche Zellen lädt, wie zum Beispiel die FePro 4, also ungewöhnlich in Airquotes. Inzwischen sind sie ja nicht mehr ganz so selten. Aber, naja, prinzipiell laden klappt. Aber mehr kann das Ding halt auch nicht. Das ist halt ein bisschen schade. Ergo, wenn man größere Anzahlen an Akkus zu laden hat, ist das wahrscheinlich eine Sache, die man sich durchaus holen kann. Wenn man als einziges Ladegerät was haben möchte, dann sollte man vielleicht was anderes holen, was dann auch idealerweise einen Batterietest dabei hat, wo man dann auch zumindest mal die Kapazität noch messen kann. Und idealerweise halt auch mehr Funktionen, wie das von mir angesprochene Begrenzen des Ladestandes, was sich angeblich wohl gut auf die Lebensdauer auswirken dürfte. Nun gut, ich kann jetzt immerhin meine Akkus sinnvoll laden. Testen mache ich dann im anderen. Aber zumindest, um mal die Dinger, die man leer gesaugt hat, neu zu befüllen, tut der hier dann doch, was er soll.